Salve a tutti. Es ist 17.24 Uhr am Dienstag, dem 11. Februar. Mein Name ist Christian Schlegel und heute machen wir mal wieder eine Kuriosität. Wir machen mal den Eurostoxx. Kurios, weil den habe ich schon seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Monaten nicht mehr gemacht. Und vor euch liegt der Chart eine Kerze, ein Monat. Eben weil ich den noch nicht mehr so lange gemacht habe. Wollte ich den mal auf Monatsbasis zeigen und viele Indizes machen neue All-Time-Highs und ich wollte einfach mit diesem Bild hier anfangen, um euch zu zeigen, der Eurostoxx ist nicht auf einem All-Time-High. Dieses All-Time-High gab es hier im Jahr 2000, da war wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer von mir noch Quark im Schaufenster, aber das ist tatsächlich 20 Jahre her, dass der sein All-Time-High hatte. Was wir momentan machen, wir gehen in den Bereich des Handels von 2015 in die Hochs. Ich zeige es gleich nochmal auf Wochen- und Tagesbasis. Ja. Und danach warten nur die Highs von 2007 und 2008. Monatssicht hoch, ja, ohne nennenswertes Verkaufssignal. Eigentlich ohne irgendein Signal. Also ich finde, ich habe zumindest keins hier, also ich sehe keins. Gehen wir mal auf die Woche. Hier ist die Woche. Ein sehr spektakulären Aufwärtstrend, wie viele der Indizes Nasdaq, Stanford, und zwar seit dem Dezember 2019, von 2900 hoch 1000 Punkte, also rund, naja, rund 25%, 30% hoch, mit allerdings sehr schönen Korrekturen, die wir hier hatten. Von der Woche her ist das MACD auch ziemlich neutral und die Stochastik auf einem neutralen Niveau. Ich kann also hier von der Technik her auch nichts anderes abgewöhnen, außer, schauen Sie jetzt mal wieder auf das Fadenkreuz, auf die horizontalen Linie. Das ist hier die Geschichte vom 13.04.2015. Da waren wir im Hoch bei 3.835 und da sind wir heute mal dran gewesen. Sonst nichts, ja, das, weiß ich nicht, also 5 Jahre dazwischen, zwischen zwei Hochpunkten, ist eigentlich egal, man darf es durchaus Doppeltop nennen. Ich mache das mal nicht, das sind 5 Jahre, das ist schon ein Haufen Holz, aber egal wie, es ist das letzte Hoch, das letzte markante Hoch, was ich zumindest auf diesem Chartbild sehe. Gehen wir auf den Tag, da sehen wir viel, viel mehr. Hier ist der Tag, ja. Ich habe den Eurostoxx selbst schon lange nicht mehr gehandelt, muss ich ehrlich sagen. Aber hier, wir sehen hier 3828, also 7 Punkte im Moment unter diesem Hoch von 2015. Wir sind über das MACD weiter positiv. Ich habe hier nichts Negatives, weder über die traditionelle noch über die moderne Sichtweise und die Stochastik, auch wenn es als Überkauf gilt, kein Verkaufssignal. Für mich gibt es insgesamt 3 markante Chartpunkte. Der eine ist, da werde ich also auch den ersten Call anlegen, das ist hier unten, das ist das letzte Verlaufstief vom Ende Januar. Das zweite ist die Kombination aus 10 und 20 Tage Linie, auch eine nette Unterstützung. Und das dritte ist jetzt eigentlich hier dieses, ja, seitwärts hoch, was wir die ganze Zeit hatten bei 3.814. Das sind für mich die 3 Punkte. Ich werde ihn heute gar keinen Put nennen. Ich wüsste jetzt nicht, außer vielleicht Fibonacci, wo ich den jetzt hier anlegen sollte. Der Markt ist durch. Wir haben ein, ja, nicht nur 52 Wochen hoch, sondern ein 5-Jahres-Hoch. Oder sind dran. Ich nenne ihn keinen Put. Das wüsste ich nicht, warum. Ich nenne ihn 2 Calls. Der eine Call ist der, den wir hier unten haben, mit dieser Basis hier unten drunter, 3637. Da bin ich auf den hier gekommen, 3634, ein Open-End-Schein. Und das Ding hat immer noch einen 20er Hebel. Das ist also keines kleines Ding. Ne? 19,65 im Moment. Das ist von Goldman Sachs, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer Gustav Bertha GB6LG9. Wie gesagt, ein 3634er liegt also ein bisschen hier unten drunter, unter dem letzten markanten Verlaufstief. Das, wenn es mit Schlusskurs unterboten wird, diesen ganzen, ja, immer noch positiven Trend in Frage stellen würde. Jetzt suchen wir uns mal einen hier raus, der unter der im Moment 10-Tage-Linie liegt. Die ist bei 3746, also einen, der deutlich mehr Gas hat. Und dann neige ich direkt zu sowas hier, fast im doppelten Hebel, fast ein 40er Hebel. 3731 ist unter der 10-Tage-Linie. Und das ist ebenfalls von Goldman Sachs, ein Open-End-Schein, mit der Kennnummer GB8UZZ.
GB8UZZ 3731er. Ich habe hier kein Verkaufssignal. Ich muss davon ausgehen, auch wenn ich jetzt das relativ als langsam erachte oder so ein langsames Ansteigen, ich muss davon ausgehen, dass der noch weitergeht. Also zum Short gehen erscheint es mir zu früh. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.